Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1800. So, heute in der Folge wollen wir natürlich hier weitermachen. An explosion in one of your factories. Explosion. A fire broke out. Natürlich, Kraftwerk hochgegangen. Ship constructed. Kraftwerk einfach hochgegangen. Na super. Die machen das schon. Dann will ich jetzt mal hier weitermachen. Genau. Also, die Schäferei. Wir hätten ja in der letzten Folge hier angefangen, alles zu perfektionieren oder so perfekt hinzustellen, dass wir den kompletten Platz ausnutzen. Daran wollen wir natürlich weitermachen. So. Den einmal dahin. Den dann da auch mit hin. Haben wir noch eine? Wenn nicht, dann kopiere ich einfach mehr ein. Nö, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Dann brauchst du mir uns oder holen wir noch uns ein. Erstmal, was sie hier bekommen, bevor ich hier was mache. Nur das habe ich mir gedacht. So. Was sehe ich mir das einfach mal eben. Eigentlich ziemlich simpel gemacht. Fertig. Das war schon die ganze Magie dahinter. Könnte ich jetzt zum Beispiel hier noch... Nee, könnte man nicht mehr mit der Straße lang gehen. Man hätte aber hier noch Platz. Zur Not. Abgelehnt. Kriegen die nicht mehr. Perfekt. Einmal das bitte reparieren. Kann das nämlich weiterarbeiten. Haben wir nämlich das. Genauso wie das. Eigentlich würde ich die jetzt hier da reinstellen. Ich hoffe, das geht. Von der Größe her. Jawohl, das geht. Competitors have reached a trade agreement. Natürlich. Hatten wir nicht noch einen davon? Complete stop. Es gab auch noch eine Möglichkeit nachzugucken, wie viel wir da haben. Genau. Hier, drei Stück. Haben wir noch Nummer 4. Dann passt das. Geh von aus. So, dann haben wir nämlich das auch nochmal verschoben. Wir merken halt hier, das ist halt komplett ausgelastet. Wenn ich jetzt noch ein zweites daneben stelle, nutzen die das dann mit? Oh, einfach mal eben Neues. Oder gehen die denn einfach trotzdem zu denen hin? Ja, anscheinend nutzen sie es mit. Das ist gut. Alternativ hätte ich sonst dahin geschoben. Also hier hin. Genau.
Und dann hätte ich jetzt noch einen Weg. So. Sollte es passen. Haben die es auch nicht so weit. Und fertig. So. Das sieht dann schon besser aus. Ah, nur noch ein zu viel. Was hier immer noch dran ist. Und hier. Eine Karre. Ja, mittlerweile kommen sie auch dahin. Gut. Keine Tortillas mehr. Warte mal hier. Das geht gar nicht. Also erstmal hier Propaganda. Propaganda wird hier unterstützt auf meiner Insel. Mittlerweile. Produktivität. Und die Knappheit. So, näher anders. So, dann hätten wir ja noch das mit der Schweinezucht. Guck jetzt mal, wie viel haben wir da schon? 6 Stück auf der Insel. Gucken, wie viel wir da hinbekommen. So, dass sie am meisten hier so das gleiche hier. Dann hier natürlich. So. Hier fangen wir auch so an. Na. Machen wir es so. Dann machen wir einmal hier einen Weg. Aber hier natürlich Verschwendung, ne? Eine Sekunde, das schieben wir dann hier hin. Ich glaube, so ist es angenehmer. So. Das ist auch gleich mal ein besseres Upgrade noch mit rein. Mal hier noch Platz. Müsste das wenn dann hier hin? Reißen wir die Wege ab. Dann könnten wir hier zum Beispiel das ist natürlich doof. Natürlich wollten wir halt die Wartungskosten halt reduzieren bei der Bäckerei. Damit.
Ah, ja, nee, dann könnten die ja direkt halt Getreide. Die würde ich eher wo auf einer kleineren Insel ziehen. Würde natürlich die Produktivität für Schäferei. Ah. Wäre eine Möglichkeit. Machen wir raus hier. Versuchen das hier mal rüber zu schieben. Da habe ich dann ein Problem. Und zwar so. Ein weg. Upsi. So. Nur, dass ich die noch mal rauschen werde. Machen wir das so. Und dann kommt hier einmal bitte das hier. Und wo haben wir es? Beeinflusst die Weberei. Und zwar weniger Arbeitskräfte werden benötigt. Und alles andere brauchen wir gerade hier nicht. So. Meine Fabrik passt so erstmal. Würde ich sagen. Vier Stück hatten wir. Muss ich mal gucken. Eins, zwei, drei. Irgendwo hatten wir doch noch mal eine. Wir hätten doch nicht nur drei. Sieben Stück auf der Insel. Wir sind da. Drei haben wir weggerissen. Vier haben wir weggerissen. Irgendwo muss doch noch was sein. Habe ich die übersehen? Hier. Ja, hier können die bleiben. Noch. Würde ich sagen. Noch können die da bleiben. So. Weil ich eigentlich nicht zufrieden bin, dass diese eins da wegsteht, ne? Ich meine, das ist halt optischer Natur alles. Das ist alles optischer Natur jetzt. Ich kann halt hier zum Beispiel das hier zweimal hinstellen.
Was wir auch machen. Das heißt, wir reißen hier drüben ab. Stand to attention for the boss. Meins. Wobei eigentlich erstmal nur eins, weil wir halt das geboostet haben. Mit Strom. So, wir haben noch drei weitere, die müssen irgendwo noch rumstehen. Da noch zwei Stück. Zwei Stück da und mal gucken. Es ist halt schwer, den Überblick hier zu behalten. Ich hätte auch so die Module bauen können. Ja, die hätte ich machen können. So. Hätten wir hier ja, egal. So wichtig sind sie nicht. So. Hier haben wir zwei Stück. Kommen dahin. So. Ich hoffe, das klappt alles. The finishing touches and there. Jetzt ist es halt ein weiterer Weg, glaube ich, für den. In my imagination, I see a warehouse. Oh, hier, davon würde ich noch einen sehen. Wir werden halt zu böse, ne? Wir müssen auch bald die Frachtschiffe mal ein bisschen einteilen. So. Was hatten wir noch? So, jetzt haben wir das halt schon mal hier hintergeräumt. Dann haben wir hier auch nicht mehr so viel, was wir halt rum transportieren müssen. Wir müssen nur gucken, dass wir Strom in die Mitte bekommen. Das heißt, hier werden Doppelstraßen gearbeitet. Absurd. Damit es denen auch gar nicht so schlecht geht in der Zeit, wo ich hier baue, machen wir die mal hier hin. So. So vielleicht. Man kann sich jetzt denken, was ich halt vorhabe, denke ich. Irgendwo ein Zentrum zu bauen. Schienen gehen dann da lang. Und dann sitzt das irgendwo im Zentrum. Mit Strom. Muss gerade nur gucken, wie ich das am besten löse. Oder wie ich die am besten wegschiebe. How do I concentrate? Die hier mal bitte weg. So, dann schieben wir die mal ein bisschen rum.
Auch nur weil wir. Bitter sap bleeds this tree. Ja, ja. Wir sind eh nicht mehr hier. Gut, die haben immer doch noch eine Verbindung, also reißen wir das mal weg. Ich würde ja gerne anhalten. Alles. Die ganzen Produktion. Beziehungsweise halt die komplette, das komplette Geschehen gerade. So. Eine Notfallversorgung erstmal. Kommen die hier überall Strom? Das ist sozusagen eigentlich jetzt hier der Mittelpunkt. Den mal einen weg davon. Denn wir wollen eine komplette Umrandung hier erreichen. So. Was haben die eigentlich hier noch für Luxusbedürfnisse eigentlich? Die brauchen nur noch ein Bankhaus in der Nähe, den Club. Das war's. Bankhaus und Club. Das ist denen ihre wichtigste Sache. Und halt Strom. Und damit Strom, da bin ich ja jetzt voll dabei. Die werden sowas von neben der Stromquelle hier leben. Die werden einfach hier genau daneben pennen. Oder leben. Und wie weit geht denn bitte der Strom bis hierhin? Also die... Wir hier auch noch rein. In ein Stadtviertel, wo es eigentlich gar nicht benötigt wird. Also, wir haben jetzt definitiv genügend Strom. So... Was brauchen die jetzt noch? Clubhaus und Bank. Bank, die steht hier. Die reicht aus, um die komplette Stadt zu betreuen. Brauerei und so, das verschieben wir auch noch gleich, würde ich sagen. Am Marktplatz zum Beispiel komplett irrelevant. Komplett irrelevant. Also für diesen Teil. Die brauchen es halt auch nicht mehr, die Handwerker. Oder sehe ich das falsch? Weil ich würde halt doch passen das jetzt alles so an. Wir müssen ja da die Sachen rausziehen, denke ich. Also die Ressourcen, was sie benötigen.
Ah, ne, machen wir so. Das bleibt so. So herum. Dann haben die hier genügend Marktplatz. Können wir jetzt nach und nach alles hinstellen. Nehmen wir alles so, wie wir es benötigen. So, einmal rüber hier. Gucken, wie viel Gebäude wir hier Platz finden. Gehen wir davon aus, genügend. Nach und nach. Ich schiebe die jetzt halt so systematisch nach Rang jetzt hier rum. Also das bedeutet hier, solche Gebäude von den Investoren, die haben halt einen Vorzugang für Strom. So. Dann schieben wir die noch einmal einen rüber. Denn wir müssen hier die Straße einmal bewegen. Und dahin. Komm nämlich da so hin. So. Mir genauso das Problem. Ich schiebe ich mal eben da ein weiter rüber. Straße ein weiter rüber. Häuser. Perfekt. So, so bekommen wir es doch langsam hin. Die Stadt toll aussehen zu lassen. Übrigens haben wir hier die Fabrik, die was ich gesucht hatte. A competitor's island withstood an attack. So. Feuerwehr und Polizei kommen ein weiter nach draußen. Geben wir mal alles wieder dahin. Und dass sie wieder in mir rein investiert. Dass sie nachher wieder ablösen muss, das Geld. Nervig. Wollen wir hier nerven wieder? So langsam kriegen wir hier ein Gestalt, ein bisschen was rein, ne? Und die Stadt ein bisschen Gestalt, das wollte ich sagen. Das sind hier die Module, die dafür sorgen werden,
Strom. Nicht für Strom, für ja, ich weiß es selber nicht mehr. Damit das halt gleich aussieht, so das wollte ich sagen. Genau das. Jetzt war ich halt am Überlegen. Das hier anguck. So, und dann müssen wir eigentlich dieses ganze Konstrukt auch wieder verschieben. Rein theoretisch. Oder wir machen das mal so. Nehmen das komplette Konstrukt ein weiter hier rüber, damit die Straße hier entlang geht. Es geht nachher wegen der Attraktivität. Wir setzen hier Bäume, weil das Kraftwerk, denke ich mal, halt ziemlich unattraktiv in der Stadt aussieht. Gehe ich von aus. Nur davon gehe ich halt aus. So, jetzt haben wir natürlich hier dieses Platzproblem gerade. Ah, das ist hier unser Club, den wir auf jeden Fall haben wollen. Und die Universität brauchen wir auch für diese wunderschönen Gebäude. Für die Ingenieure. What brings you here, Master? Das ist aber nicht das Problem, was ich jetzt gerade habe. Und zwar, um das hier zu spiegeln, muss ich die Straße hier weiter rübersetzen. Wir lassen es mal. The ship, it was their coffin and their grave. Immer wird angegriffen. Nicht von uns. So langsam haben wir aber halt mal hier ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen sortiert. Die Gebäude, die werden langsam hier rangezogen. Kommen langsam auch eine Anbindung zur Straße hin. Wir verschieben das ganze Modul einfach weiter nach rechts nachher. Also so, dass es halt genau hier mittig sitzt, zwischen den beiden Punkten. Dann ziehen wir das lang, dann haben wir auch auf jeden Fall kein Problem mehr dabei. Deutet aber auch für uns, wir könnten, also wir gehen auch noch weiter hier zur Stadt dran, würde ich sagen. Everything's rather fragile. Ich weiß halt nicht, von sonst wohin mit denen. Weg hat er. Ist gut. Für Getränkeherstellung. Er darf nie in der Nähe von einem anderen sein, ne? Okay, der Radius darf nicht überlappen. Gut. Schade. Schade, schade.
Packen die jetzt hier weiter hoch. Packe ich die dahin. Weiß halt sonst nicht, wohin mit den Sachen gerade. Brauche gerade eigentlich nur den Platz hier. Da will ich die hier einen runterziehen. Die Straße kam weg. An explosion in one of your factories. Oh, eine Köhlerei. We like to think independently. Nicht gut. The fire is out of control. So, gucken wir mal. Erstmal hier Feuer. Ihr macht das schon. Wir machen das schon, hoffentlich. Geh von aus. Das nehme ich mal weg. Arbeitergebäude packen wir da noch hin. Hey. Ziehen wir die Straße doch mal noch um. Wenn dann nach da. Nehmen Sie, packen Sie an weiter. Perfekt. Hospital natürlich kommt auch gleich weiter hier ran. Eigentlich würde ich auf. Es wird, glaube ich, Probleme geben. Gehe ich von aus. Abbrechen. Was ist das Problem? Machen wir es halt so erstmal. Und passen wir es jetzt nach und nach an. Da haben wir schon wieder ein Problem. Ich weiß gar nicht warum. Jetzt sollte es keine Probleme hoffentlich geben, außer mit dem Stromnetz vielleicht gleich. Wenn ich nichts dagegen mache. So, einmal hier verbinden. So nämlich. We don't have to deal on paper. Now that has promise. Ja, immer gern, immer gern. Auch wenn ich es nicht gerne bezahle. Wir müssen da mal wirklich halt nochmal gucken. Wir müssen halt das ganze Konstrukt hier. Das hier.
eigentlich hier bis dahin. Müssen wir weiter rüberziehen. Aber das müssen wir alles Schritt für Schritt machen. Aber das würde ich sagen, werden wir alles in der nächsten Folge machen. Damit hier das Kraftwerk genau mittig steht, irgendwo hier so. Und dann bauen wir ringsrum. Ich bedanke mich aber erstmal einmal fürs Zuschauen und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.